Let's Show Identity. Let's hoffentlich Show Identity. Das ist ein neues Spiel. Das ist erst kürzlich rausgekommen. Und es geht darin komplett um RP. Also wie GTA-RP. Aber nicht so ja, fokussiert auf nur GTA. Also man kann da drin, wenn es denn fertig ist, weil das ist eine sehr, sehr, sehr frühe Version. Und Vorwarnung, frühe Version bedeutet sehr viele Bugs. Ich habe schon einige auch erlebt. Ich habe mir das ein bisschen gestern die Charaktererstellung angeguckt. Ja, später wird man dann alle möglichen Sachen machen können. Also, wie man hier sieht, man bekommt später Zugang zu allen anderen Modulen, SWAT, ne? Das heißt, man kann das in SWAT-RP machen, Racing-RP, also da ist eine ganze Menge. Und kann auch normale Jobs machen. Aber wenn ich hier drauf klicke, geht ein Browserfenster auf, deshalb mache ich das nicht. Ich starte jetzt einfach mal das Spiel. Also das ist ja schon gestartet. Ich mache das Fenster weg. Den Charakter habe ich gestern erstellt. Aber irgendwie hat er den nicht gespeichert. Ja, sieht man hier, New Character. Normalerweise drei hat man zur Verfügung. Aber gut, dann kann ich versuchen. Ich hoffe, das klappt auch gleich. Euch das nochmal zu zeigen, wie das funktioniert. Also, wir machen uns einen neuen Charakter. Oh nein! Okay, aber das ist vor gestern. Gestern waren die Server offline. Mal gucken, ob die jetzt schon wieder online sind. Das werden wir gleich sehen. Ah, okay. Das ist unser Charakter. Sieht man, erster Bug. Normalerweise sollte hier ein Porträt sein. Aber gut, dann machen wir uns einen neuen Charakter, dann zeige ich, dass wir, wie das funktioniert. Die Optionen sind halt im Moment noch begrenzt. Ja, hier sieht man Männlein. Und Weiblein. So. Fangen wir mal mit den Jungens an. Es gibt verschiedene Köpfe, es sind nicht sehr viele im Moment, aber ich denke, das wird noch früh genug verbessert. Das sind die verschiedenen Köpfe und dann kann man noch zusätzlich natürlich die Hautfarbe ändern. Das heißt, ich könnte hier den sehr dunkel machen und den hier wahrscheinlich etwas heller. Ja. So, Blemishes sind, glaube ich, kleine Schönheitsmakel, die man einstellen könnte. Wenn ich denn jetzt. Oh ja, ich zoome lieber nicht ran. Gucken, ob man das von hier sehen kann. Ja, da kriegt er so. Sieht man an der. Hier leichte Sommersprossen und. Noch mehr Sommersprossen. Dann kann man noch natürlich die Haare einstellen. Auch hier Haircuts im Moment sehr begrenzt, aber. Ne, man sieht schon die Gangster. So, Richtung. Und so ein Styler, Rebellenschnitt, Anker. Nehmen wir mal den Punker. So. Gesichtsbehaarung. Das gab es bei den Damen nicht. Das kann ich aber auch noch gleich zeigen. Schöner Bart. Achso, es gibt nur Bart oder nicht Bart. Ja, wie gesagt, es ist im Moment noch sehr, sehr frühe Stadion. Das wird alles noch. Wird alles noch. Augenbrauen kann man natürlich auch. Ne? Dicker, dünner, weg und so weiter. Machen wir mal hier die Farbe. Ändern wir auch gleich von den Augenbrauen.
Weil das sieht ja wohl ekelhaft aus irgendwie. Dunkel, ne? So. Sieht man auch gleich ein bisschen besser. So. Das sieht doch gut aus. So. Augenfarbe. Ich kann den mal ein bisschen drehen. So. Ja. Ja. Oh. Was ist das denn? Das sieht doch cool aus, oder? Okay, was haben wir noch? Head und Face. Ja, dann kann man noch ein bisschen ins Detail gehen bei den. Ne? Hier sieht man die Augenbrauen. Hoch, runter, ein bisschen weiter runter. Ist auf Englisch. Das heißt, ein bisschen Englisch solltet ihr können. Aber auch ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, was Brow heißt. Halt immer noch die Augenbraue, aber Protrude. Mal gleich sehen, was das ist. Die Dichte. Ist das von den Augenbrauen? Hier ein bisschen mehr und hier ein bisschen weniger. Ruhig ordentlich. So. Die Augenweite. Wenn er nicht immer weggucken würde, ne? Tilt ist, ob das nach innen oder außen wahrscheinlich. Ja, genau. So ein bisschen weiter nach innen geneigt und so etwas weiter. Könnte man sich theoretisch. So. So sieht doch gut aus. Die Nasenbrücke. Da, vielleicht drehe ich das ein bisschen so. Nick, da oben sieht man das ein bisschen. Machen wir ruhig so. Nostril sind die Nasenlöcher. Sorry, dass das ein bisschen ruckelt. Das war gestern nicht so bei der Charaktererstellung. Ich glaube, das ist auch ein Bug. Der sollte eigentlich eine fließende Bewegung machen. Sag mal, alles so ein bisschen. Man. Nasenlänge. Und so, das ist das Max. Hallo, dreh dich wieder. Hallo. So, das ist das Maximum und. Da. So. Machen keinen Schönling, wir machen dann einen kernigen. Nasenspitze. So. Na, obwohl das passt nicht so. Eher so. Nasenspitze, die Breite davon. Ah, ja. Jetzt der Mund. Okay. Die Höhe. So ein bisschen. So sieht er ein bisschen aufsässiger aus. Und die Breite. Oh, machen wir mal hier. Er hat viel zu sagen, deshalb braucht er einen großen Mund. Lippenfülle. Achso, und das funktioniert auch übrigens genauso, das Spiel. Ihr unterhaltet euch über Voice, ne? Mit den anderen Spielern. Hat auch Housing. Und es gibt einmal Apartments und einmal Häuser. Es gibt, ihr könnt dann auch Makler sein später oder auch Fabrikbesitzer und sowas. Also es gibt's alles. Und kommt alles. Kinn, okay. Ah, seht ihr, wenn ich jetzt das Kinn zu dingsig mache, dann passt das nicht mit dem Bart. Sieht man ihn ein bisschen durchgucken, also lasse ich das mal so.
Auch das wird wahrscheinlich ein Bug sein, dass der Bart nicht mitskaliert. So, ups. Auch genau dasselbe Problem hier. Wenn ich zu weit gehe, guckt das Kinn vorne durch den Bart durch. Also lassen wir das auch mal so sein. Kieferbreite. Auch hier dasselbe Problem. Also wenn ihr einen Bart habt, müsst ihr da aufpassen. Ohne Bart wahrscheinlich kein Problem. Aber im Moment mit Bart ein Problem. Dann, ich zeige es trotzdem mal. Dann, das ist die Cheekbone. Da. Okay, das sieht man kaum. Maximum, Minimum. Lass mal was. So. Okay, und dann natürlich Klamotten. Das ist alles eins. Also theoretisch, glaube ich, könnte man ihn auch so losschicken. Ich weiß nicht, ob man das will, aber könnte man machen. Aber wir haben natürlich auch andere Sachen. Okay, da geht die Frisur flöten. Aber hier Kopfhörer. So ein Hütchen. Noch ein Hütchen. Ein Hipster-Hütchen. Und noch ein Hütchen. Dann machen wir mal keinen, weil ich finde die Haare cool. T-Shirt. Dann haben wir einmal das. Ja. Wir machen so einen richtigen Gangster. Mein GTA-RP-Charakter hat da auch immer so ein Dings. Handschuhe. Weiß ich nicht, ob wir Handschuhe wollen. Boah. Ach so, es gibt auch dann Textilläden und sowas, ne? Wo man, also Textilläden, Klamottenläden und sowas. Die sind allerdings alle von Spielern geführt. Und auch die Spieler, die führen, müssen die Sachen selber herstellen. Und die Preise richten sich nach dem. Also zum Beispiel, wenn man von einer Sorte jetzt Hunderte herstellt, dann sinkt der Preis dafür und man verdient nicht mehr so viel dran. Aber dann gibt es wiederum Spieler, die von dem einen Laden die T-Shirts nehmen können und zu einem anderen Laden, der davon zum Beispiel gar keine hat, bringen können, sodass es beim Laden 1 der Preis steigt und Laden 2 ein paar neue Sachen zum Verkaufen hat. Das ist auch eine Art Job. So, die Hosen. Eine kurze Hose, das ist eine Sporthose, würde ich mal sagen. So eine kurze Sporthose. Heimalon, das ja auch eine kurze Cargo-Hose. Ja, geschäftig. Das sind, ist das Baggy Pants? Ich glaube nicht, ne? Ach, Cargo-Hose. Und eine normale Jeans. Und auch hier, da kommt noch eine ganze Menge mehr und vor allem, ne, Spieler stellen. Wenn es soweit ist, dann auch die Klamotten selber her und die Designs und Logos und geht alles. Falls es euch übrigens interessiert, das Spiel gibt es auf Steam, ja, aktuell mit 10% Rabatt, aber, ich warne euch nochmal, mit einer Menge Bugs und alles sehr eingeschränkt noch. So, wir nehmen. Obwohl mir das farblich eigentlich gar nicht. Ja, komm. Bräuchte ich eigentlich ein anderes T-Shirt, weil das passt dann irgendwie nicht mehr. So, komm, nehmen wir das. Und die Schuhe. Was auch immer das sein soll. Slippers. Wahrscheinlich. Das sind Socken, keine Schuhe. Warum? Was passiert hier? Das sind Schuhe. Das sind Hausschuhe. Okay. Dreh dich mal nochmal um, bitte.
Das sieht assi aus. Ja, genau. Das sieht auch assi aus. Aber wir nehmen das mal. So, dann hier Finish Character Creation. So. Suchen wir einen schönen Namen für den Charakter aus. Das ist nenne ich den denn? Und Nachname. Ihr könnt die Charaktere auch später löschen, ne? Also ist das nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr setzt euch für immer dann drauf fest. Nennen wir ihn mal Jamal. Jamal. Und Jamal Jones. Double J. Ja, sehr gut. Was? Ah, es gibt schon einen Charakter. Das ist natürlich ärgerlich. Na gut. Dann nenne ich ihn. Oh, nein! Jetzt habe ich alles. Alles. Nein, okay, nicht alles. Aber Backspace ist zurückgehen. Nicht löschen. Deshalb, ne? Am besten. Ja, geht ihr auf. Ja. Also man kann, wenn man hier einen Schreibfehler macht, muss man erstmal wieder zurück und nochmal den Namen eingeben. Dann nenne ich ihn so wie meinen GTA-Charakter. So. Den gibt es nämlich bestimmt nicht. So. Finish. So. Also, wir haben dann, wie gesagt, einmal die. Einmal ihn und ich zeige jetzt noch mal die weibliche Charaktererstellung, damit ihr das auch einmal gesehen habt. JJ, ja, Double J ging leider nicht, sonst hätte ich das genau mal. Die Damen, da gerne ein bisschen näher ranzoomen, so, damit man das Gesicht sehen kann. Ja, das Gesicht ist ganz hübsch. Das ist Kopf 1, das ist Kopf 2. Das ist dann schon etwas dunkler, Kopf 3. Das sieht Richtung asiatisch. Ne? Nehmen wir mal Kopf 1. Gehen wir mal hier die. Also man kann sie schon sehr, sehr bräunen. Und man kann auch die. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also eher erhellen. Und ja, Marlon, aber ich wollte Fallout nicht ohne euch spielen, deshalb habe ich Fallout jetzt nicht angemacht. Wir haben doch eine Gruppe. Ich will da auch nicht vorleveln, weißt du? Ich will ungefähr auf Level mit Johnny bleiben. Und Gandalf wollte da auch noch irgendwann mitmachen. So. Und jetzt zurück zu dem hier. Aber wir bleiben bei Kopf 1 und machen ein bisschen bräuniger. Ist ja jetzt nur ein Beispiel. Ich habe ja schon jemanden erstellt. Auch hier Makel, da sieht man schon die ersten. Da sieht man schon ein bisschen mehr. Also Makel, ne? Das sind halt Sommersprossen. Makel, das klingt so gemein. Hairstyle wird wahrscheinlich auch interessant sein, was es bei den Damen an Hairstyles gibt. Auch da, ne, kommen neu dazu. Wir haben wieder den Punk, was eigentlich ganz cool aussieht, finde ich. Oh. Warte. So. Alter. Ja, sorry, das ist noch ein bisschen. So. Ich finde, das sieht cool aus. Ich weiß nicht. Dann haben wir noch hier, das ist so eher brav, so Geschäfts. Ich will jetzt keine Schubladen aufmachen, nur, aber das ist eher brav geschnitten alles so. Das hier ist, was haben wir hier? Zusammengebundener Zopf nach hinten. So.
Man sieht bei der Bewegung sehen die Haare ein bisschen kriselig aus, aber wenn sie dann geladen haben, geht das wieder. Wisch. Ja, ich hätte dir doch gesagt, dass gestern ist viel zu spät für Support gewesen. Und warum der Typ vor dir rankam, ist wahrscheinlich, weil er ein Ingame-Problem hatte und die sagen, dann melde dich im Support und ziehen ihn halt direkt rein. Kannst dich nicht immer mit anderen vergleichen da. Ja, und hier so ein, wie nennt man das, ein Bam. Auf Englisch zumindest, auf Deutsch weiß ich gar nicht. Machen wir mal so. Okay, und die Haarfarbe. Achso, das ist nur von den Augenbrauen. Oder? Von den Haaren auch? Warte mal. Nee, Haarfarbe, das muss dann auch noch nachgepatcht werden. Was interessant ist, ist hier, ne? Als ob schlecht frisiert. aber okay. Nochmal eine dunklen Augenbrauen. Und hier. Ich kann nochmal an die anderen Farben zeigen. Bei den Frauen ist das wahrscheinlich nochmal interessanter, weil da. So. Also interessanter, weil einfach. Ich denke, die Damen achten da einfach mehr drauf. So, Mann, das klang wieder sexistisch. Sorry. Die Augenfarben. Bleib mal bitte stehen, damit man das auch schön sieht. Okay, so. Make-up-Styles für die Augen. Würdest du? Da sieht man es ein bisschen, ne? Dass da hier. Das ist doch schön. Natürlich braucht eine Frau nicht unbedingt Make-up. Aber wer möchte, kann sich hier von einigen bedienen. Und auch da, denke ich, werden natürlich noch mehr kommen. So. Und Lippen. Natürlich auch. Lippen-Make-up heißt wohl Lippenstift. Oh, da gibt es jetzt nicht so viele. Moment. Also. Ja, drei Stück. So. Gleich nochmal. Und so. Und ich denke, das ist das Natürlichste. Behalten wir das. Ja, und auch hier kann man. Ja, hier die Höhe einstellen, machen wir ein bisschen niedriger, wenn wir sind ein bisschen dünner auch. So. Gucken ein bisschen ernst, aber ist okay. Oh. Halt, bleibt da. Und. Okay. Machen wir ein bisschen weniger. Die Augenweite. Da sehe ich eigentlich kaum einen Unterschied. Vielleicht sollten die da auch noch ein bisschen machen. Und hier kann man so ein bisschen je nach Bedarf. Hallo, ja, ich will dich von der Seite zeigen, damit wir das mit der Nase auch genau in der Aufnahme haben. So. Also bei den Jungs war das ein bisschen markanter. Hier ist der Unterschied eher dezent, würde ich sagen, oder? Ich bilde mir das ein, das kann auch sein. Was? Oh, sorry, ich war Dings.
Genau. Was BRKCNBC sagt, ist 4 Jahre in Entwicklung. Trash, ja, es ist halt ein sehr frühes Stadium. Ich denke, die hatten einfach kein Geld mehr und wollten das jetzt rausbringen, damit sie ein bisschen Geld in die Kasse spülen können. Ich bin mir nicht sicher. Also ich kenne die Entwickler auch nicht. Ich glaube, Asylum Entertainment heißen die. Und okay, guten Morgen, R3N389. Die Server waren gestern off. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob die jetzt off sind. Ich wollte jetzt einfach nur mal erstmal die Charaktererstellung zeigen. Werden wir gleich sehen, ob die Server noch off sind. Ansonsten in den Steam-Foren schauen, ob die Server noch off sind. Was? Sexismus gegen Männer? Was? Was habe ich gemacht? Tut mir leid, wollte ich nicht. Und man kann, ja, wie gesagt, im Moment ist das sehr, sehr, ist noch es ist einfach nur so eine Art hier, das ist das Spiel. Das ist wie damals bei Star Citizens, als das erste Modul rauskam. Hier, guckt euch das mal an, wie es euch gefällt. Wahrscheinlich gucken die dann auch, wo das Spiel abstürzt, wo es nicht abstürzt und so weiter. Und also im Moment ist es sehr begrenzt. Man muss es sicher, es wird ja auch keiner gezwungen, es sich jetzt zu kaufen. Aber nur, dass ihr mal einen Eindruck davon habt, was noch kommen könnte. Jetzt, deshalb habe ich mir das geholt und zeige euch das. Warst du das nicht auch in den Steam-Foren, dem ich geantwortet hatte? R3N389, ich glaube, ich hatte dir in den Steam-Foren geantwortet, dass die Server off sind. Aber ich bin mir nicht sicher, bleiben wir das auch bei anders. Für 22 Euro im Moment. Aber wie gesagt, ihr könnt das ja noch bei den ganzen Leuten. Ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der das hat. Und ihr könnt das da halt noch verfolgen. Und sobald es einen Status habt, wo ihr sagt, okay, sieht interessant aus, könnt ihr euch das ja auch überlegen. So, Handschuhe wieder mal nicht. Nur ein paar Klamotten zeigen. Hier die normale, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Im Achtelhose? Capri-Hose? Ich weiß es nicht. Zerschlissene Jeans. Aber ganz schön extrem zerschlissene Jeans. Aber okay. Eine kurze Hose. Und ein Rock. Und noch ein Rock. Wobei die Röcke, ich finde die Röcke irgendwie, ich weiß nicht. Also, ne, die machen so Marilyn Monroe-Style. Lassen wir das. Machen wir mal eine kurze Hose. Ach komm, ich lasse es bei der kurzen. Nein, nein, nein. Das hier. So. Dann kriegt sie noch ein anderes T-Shirt, weil das ist. So. Nein, ups. So. Das beißt sich irgendwie, aber egal. So, und dann die Schuhe sind wahrscheinlich ähnliche. Nee, hier ist anders. Also das haben Jungs nicht. Das sind, boah, wie nennt man die? Ich habe keine Ahnung. Aber so Ziersandalen. Und diese Stiefelchen. Die aber irgendwie klobig aussehen, finde ich. Aber auch das kann ich. Kann sein, dass ich mir nur einbilde. Auf jeden Fall passen die nicht zu dieser Hose, weil die da aufhört. Also nehmen wir das hier. So.
Und achso, ich habe ihr einen Hut gegeben, das wollte ich gar nicht. Wenn ihr ihr einen Hut gibt, verliert sie natürlich auch ihre Haare. Natürlich. Wir kennen das ja aus der Realität. Marlon, was Instant Gaming oder MMO? Steam. Das gibt's bei Steam. So, okay, dann gehe ich erstmal zurück, weil ich brauche ja nicht einen dritten Charakter. Ja. Geh mal bitte zum Main-Menü. Das ist nicht das Main-Menü. Hallo? Ja. Das ist nicht das Main-Menü, würde ich mal so. Ich behaupte, das ist das nicht. Ich komme nicht mehr ins Main-Menü. Was soll denn das? Ja, ich versuche es ja. Ich versuche es ja, aber ich glaube wirklich, vielleicht sind die Server noch off, wenn ich hier schon gefragt werde, ob die Server off sind. Aber ich versuche es. Na komm, dann gebe ich hier nochmal einen Namen. Das ist, ich weiß gar nicht mehr. Den Nachnamen hatte ich. Ja. 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 Nachname. Wie hießen die bei Hawk? Ha. Bei Dragon Age. So, finde ich. Geht nicht. Super. Also absolut bugfrei das Spiel. Genau wie Forest. Ach ja, herrlich. Okay, ich versuch's nochmal. Ja, geht nicht. Ich komme einfach nicht mehr raus. I don't know, I'm looking, I just showed the character creation. Now I wanted to go back to the main menu and it's stuck in the character creation, so I have to restart the game. Ja, gleich, ist gleich wieder da, ist alles gleich wieder da. So, und das Tolle daran ist, also zumindest war das gestern bei mir so, wenn ich das Spiel jetzt so beende, weil, ne, Bug und es ließ sich nicht schließen und gar nichts, dann muss ich grandioserweise Steam auch nochmal beenden, weil sonst startet er das nicht nochmal neu und sagt, es würde die ganze Zeit laufen. Ich habe beim Task Manager, beim Task Manager geguckt, nach dem Prozess, ihn nicht gefunden. Ja, es ist ein Feature, kein Bug. Also. Aber ja. Zum Zeigen. So, von The Wave, ja. Unbekannterweise Grüße zurück, Malon. So, und Steam. Jetzt starten wir das neu. So. Ja, what is Identity? Das wissen wir immer noch nicht, weil wir nicht reingekommen sind. So. Und dann seht ihr gleich Bug Nummer 2. Na, ich glaube, das ist ja nur das Menü, ne? Weil hier zum Beispiel gibt es ja auch DX Racer. Das passt ja nicht zusammen.
Ich glaube nicht, dass das Röhrending irgendwas zu sagen hat. Bug Nummer 2. Ihr kommt ins Spiel und ihr habt hier keine Auswahl. Hier müsst ihr eigentlich Charakter 1, Charakter 2, Charakter 3 und dann hier unten Play. Aber das ist manchmal einfach nicht da. Stattdessen habt ihr hier einen Punkt. Dann hilft auch nichts anderes, als das Game leider nochmal neu zu starten, bis es funktioniert. Und das ist teilweise echt ärgerlich. Ich hätte mich gerade gefreut, dass das mit dem Charakter so gut lief. Ah, okay. The Wave streamt das auch. Hi, hi. Und wie gesagt, also Marlon meinte auch, Wave kommt auch nicht rein. Das heißt, die Server werden offline sein. Aber ich werde es trotzdem noch kurz versuchen. Oh. Ja. Kein Bug. Ist gewollt, dass mein Computer jetzt so reagiert hat. Alter, was will der von mir? Moment. Auf Beendigung. Ah, okay. So. Auf Beendigung von Identity wird gewartet, Schande. So, und dann starten wir Steam nochmal neu. Wir haben sonst nichts zu tun. Ja, ja, das Spiel ist voller Features. Voll. Moment, ich warte noch mal kurz. Vielleicht, ich versuche alles Mystische um den Bug. Okay, so. Identity. Bitte klapp. Ich habe jetzt alle Fenster runtergemacht. Hier, Asylum Entertainment. Oh, hat geklappt. So. Oh Gott, let's go! So. Und eigentlich, ne, wenn ich jetzt auf Play drücke, aber es geht leider nicht. Da The Wave hat recht. Das ist nur RP, Marlon. Aber die sind noch offline, aber ihr könntet hier auf der Webseite einmal gucken oder in den Steam-Foren. Wobei, in den Steam-Foren sind sie, glaube ich, nicht so aktiv. Auch gerade wegen dem... Ja, mit Sicherheit gibt es auch Leute, die trollen da. Aber... Ich glaube, es wird auch verschiedene Server geben. Und, nee, es gibt keinen Offline-Modus. Das ist ein reines RP, also es ist auf RP ausgelegt. Es gibt keinen Offline-Modus. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Sonst würde er mir hier sagen, Server down, willst du offline spielen? Gibt es nicht. Hier gibt es noch ein paar Settings. Ich mache mal die Musik ein bisschen leiser. So. Oh. Klein. Bei Video, Window, Fullscreen. Würde ich empfehlen, falls ihr das auch falls ihr das auch streamen oder aufnehmen wollt, unbedingt auf Window, Fullscreen. Ja, hier sind ein paar Sachen. Ne? Epic, Anti-Aliasing, Shadow Quality, Texture Quality, Effekt Motion Blur. Motion Blur mache ich immer aus. Motion Blur ist, ich weiß nicht, ist schwierig. Ja, Keybindings. Das sind die Sachen, die man ganz normal laufen, springen. Aim und Fokus, das heißt, ne, Waffen und so auch. Benutzen, Hide Player, Unhide Player, Mute Player, Chatbox, also für zum Beispiel Leute, das hatte ich bei Dirty Gaming mal, da war eine junge Frau, die konnte, die war stumm. Und der hatte man zum Beispiel
extra eine Chatbox auf Dirty Gaming, GTA RP, eingerichtet, dass die trotzdem mit RP machen kann. Die hat dann halt immer geschrieben und da musste man mit klarkommen als Spieler. Fand ich auch überhaupt kein Problem. War eine super nette Frau. Und das geht hier wohl auch. Push-Door, Show Emotes, ne? Also Emotes gibt's auch. Kriechen, crouchen kann man kriechen, ja. Ja, da kriechen. Ja. Was gibt's hier? Game. Streamer Mode. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Check me out. Requires Restart, deshalb mache ich das nicht. Aber komm, hier, check me out. Aber hier geht gar nichts. Ne? Okay, alles klar. Dann lass ich mal das. Und Development Tools. Da. FPS Display, Memory, how much memory is used. Ja, halt wirklich nur für die interessant, diejenigen interessant, die sich da für die technische Seite auch interessieren. Game Speed, ja, can break your game, wie schnell die Zeit vorangeht. Also, ja, vielleicht lässt man das lieber da. View Modes. Bis? Kein Plan, was das ist. Shader Complexity. Aha. Das ist das Einzige, wo ich... Level of Detail Coloration. Okay. Game pausieren und Menü open. Ja, aber es ist ja ein Echtzeitspiel, deshalb sollte man das nicht machen. So, und da ist der Bug wieder. Aber okay, ich wollte es auch nur kurz zeigen. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck davon bekommen. Es gibt es im Moment für, ich schau mal, genau, damit ihr es auch wisst, für Webseite. Gibt's hier bei uns 22,49. Es lohnt sich im Moment, muss man ganz knallhart sagen. Wenn man sie unterstützen will, dann ja, könnt ihr kaufen. Aber wenn ihr ein fertiges... Boah, habe ich mich erschrocken. The Way, vielen lieben Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen. Ich hoffe, du hast wenigstens Spaß an dem Spiel. Dass du das gestreamt hast, ehrt dich. Und hier, Nutzer-Reviews größtenteils negativ. Das merkt man auch gerade an der Stimmung im Chat, ne? Also... Aber es ist halt noch ein Early Access Spiel. Das darf man nie vergessen. Achso, ihr seht das ja gar nicht. Aber 22,49 und R3N389, auch dir vielen lieben Dank für den Follow. Steht hier irgendwas? Ich schau mal in den Steam-Foren. Ihr seht das jetzt alle nicht. Huch, da kam jetzt noch mal rein. Diskussion. This is the best game ever. ich will mich. Can't hit play in game. Vor 8 Minuten. Ich lese euch das mal vor, weil ihr seht das ja nicht. So. Okay. Ne, die Server sind immer noch down. Bei einigen wird das aber auch nicht angezeigt unter der Character Creation. Deshalb, es geht nicht. Genau, Taktika. Es geht nicht, die Server sind down. Und ja, es sollte starten. Es sollte nicht so viele Probleme haben. Das ist alles richtig. Also man sollte... auch bei einer Early Access ist zumindest so weit bringen, dass die Leute ins Spiel reinkommen. Das ist völlig richtig. Da widerspreche ich auch nicht. Aber ich würde es einfach noch 2 Wochen Zeit geben, bis das Allergröbste beseitigt ist. Also, wie gesagt, man muss es sich ja nicht kaufen. Man kann es angucken, weil sobald sich da irgendwas tut, werde ich das nochmal streamen. Zeigen, was man schon machen kann und so. Man kann halt erstmal zuschauen und wenn es sich bessert, kann man es sich ja immer noch kaufen.
Wenn man es vorzieht. Ja. So in der Art, leider. Aber so vom Prinzip her und von den Features her gefällt mir das Spiel sehr, sehr, sehr gut. Ich meine, es sieht ja auch, ja, ist ja auch hübsch. Sieht man gar nicht so doof aus. Und wenn ihr euch bei Steam die Videos anguckt, beim Dings, die sind natürlich wahrscheinlich, da wird das nicht eins zu eins, aber die Möglichkeiten, die erklären sie da. Und das ist wichtig. Die Möglichkeiten, die sie zumindest noch vorhaben einzubauen. Und ich fand, das hört sich einfach so interessant an, dass ich das Spiel einfach gesagt habe, komm, scheiß drauf, scheiß auf die. Ich habe auch die negativen Berichte gesehen und gesagt, hier, gib denen ein bisschen Geld und schau mal, was passiert. Im schlimmsten Fall habe ich 22 € verloren. Aus Fehlern lernt man. Ja, aber wie gesagt, da kommt ja auch noch mehr. Ne? Also es kommen, und auch in-game wird es dann auch Friseure geben und Make-up-Artists wahrscheinlich. Deshalb, ja, am Anfang ist das ein bisschen blöd, dass man nur so wenig Sachen hat, aber auch Klamotten, es wird Klamottenläden geben. Klamotten mit Logos drauf und weiß ich nicht. Ja, 22 € ist nicht wenig, ne? Also man muss schon wissen, aber keine Ahnung. Ja, man ärgert sich dann halt kurz, ja, ich habe 22 € in den Sand gesetzt, im schlimmsten Fall. Und ja, man überlebt es auch wieder. So, aber da ich jetzt hier nicht weiterkomme, da ich jetzt hier nicht weiterkomme, würde ich euch mal, also zumindest schaut es euch mal an bei Steam. Und was? Sogar der Flo schaut mich an. Was Flo? Flo lurkt hier rum. Was soll denn das? Ohne was zu sagen. Das ist eine Unverschämtheit. Moin Flo. Lang nicht mehr gesehen. Ja, Danny war auch letztens unterwegs im Stream beim Johnny. Wenn man unter 2 Stunden. Ja, genau, man kann es ja auch noch refunden zur Not. Aber wie gesagt, ich würde es mir am Anfang, ich würde warten. Also es läuft ja nicht weg, das Spiel. Und im schlimmsten Fall habt ihr 22 € gespart, wenn die Entwickler sagen, boah, wir haben uns übernommen, wir kriegen das nicht hin. Schaut es euch einfach bei den Leuten an, die es sich gekauft haben. The Wave zum Beispiel. Lasst ihm doch auch mal, wenn ihr euch dafür interessiert, lasst ihm doch mal auf Follow da, dass ihr da auf dem Laufenden bleibt. Ich würde mich auf jeden Fall erstmal für die erste Session verabschieden. Ich lade das noch gleich bei YouTube hoch, dass die Leute da auch Bescheid wissen. Ich danke fürs Zuschauen und ja, vielleicht sehen wir uns nachher bei Fallout 4, aber erstmal bin ich raus. Ich wünsche euch was. Bis dann.